Tomatoes. Süß. Süß. Und süß. Schönen guten Abend. Schick seid ihr. Hi, wer seid ihr denn? Wir sind die jungen Rosen, die Young Roses aus dem wunderschönen Rosental in Kärnten. Wir sind 12 junge, fesche Mädels. Und wir sind eine Gruppe, wir sind eine Gemeinschaft, wir sind Freunde, wir sind ein Chor. Wir singen mehrstimmig und wir singen gern und das macht uns irrsinnig viel Spaß. Maria, den kannst du singen. Uns gibt es jetzt offiziell seit 2010. Das heißt, wir haben jetzt gerade das 6. Jahr hinter uns. Mit unserer Chorleiterin habe ich schon die Musikschule zusammen durchlebt. Und dann haben wir uns gedacht, wir wollen einen Chor gründen. Wir singen alles quer durch die Bank, was uns Gott Gaude macht. Angefangen haben wir mit Kirchenliedern, weil wir waren am Anfang ein Pfarrjugendchor. Und daraus haben wir uns aber dann entwickelt, dass wir immer wieder auf gewissen Geburtstagen und Festen auch gesungen haben. Das heißt, wir haben dann Austropop-Lieder gelernt und alles, was uns halt gefällt. Unser Karriereziel wäre das, dass wir wirklich vielleicht in 5, 6, 7, 8 Jahren noch immer zusammen singen und vielleicht alle auf unserer eigenen Hochzeit und bei den Taufen von unseren Kindern singen. Das war irgendwie unser Ziel und noch länger zusammen zu singen und so zusammen zu bleiben, wie wir es jetzt sind. Ich habe gesehen, ihr singt von Andreas Gabalier einen Song. Welchen Song singt ihr da? Wir singen Einmal sägen wir uns wieder von Andreas Gabalier. Dieses Lied haben wir vor langer, langer Zeit für einen ziemlich traurigen Anlass gelernt. Ein Mädchen in unserem Alter ist leider bei einem tragischen Autounfall verunglückt und wir haben dann eben für sie dieses Lied gesungen. Puh, okay. Bin gespannt. Ich glaube, sie wird euch jetzt zusehen und ja, dann startet mal. Leg ihn mir dann kennt nieder.
Dank, dass ihr auch unter einem anderen Anlass jetzt dieses Lied nochmal für uns singt. Aber man hat genau gespürt, an was ihr denkt. Und das ist sehr stimmig gewesen. Ihr passt gesanglich wunderbar zusammen. Ihr harmoniert sehr schön. Und das hat mir außerordentlich gut gefallen. Dankeschön. Dankeschön. Ja, mich hat's, oder mich drückt's eigentlich immer noch. Ich kann eigentlich gar nicht bringen. Also ihr habt mich tatsächlich total zu Tränen gerührt. Ich finde es irrsinnig stark von euch, dass ihr den Song singen konntet. Man hat gemerkt, dass ihr ihn für einen ganz wunderbaren Menschen gesungen habt. Dafür danke ich euch sehr. Ja. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich finde es wahnsinnig schön, wenn man berühren kann, und ihr habt mich total berührt. Danke. Dann kommen wir zum Abstimmungsteil. Gesanglich habt ihr das komplett auf den Punkt performt, das habt ihr ja gehört. Also wenn ihr es schafft, auch die Leute hier zu Tränen zu rühren, was natürlich auch an diesem sensationellen Song liegt, dann habt ihr sehr viel richtig gemacht und deswegen bekommt ihr zu Recht natürlich ein Plus. Von mir natürlich auch. Ich hab schon alles gesagt. Nächstes Mal möchte ich weinen vor Freude. Plus. Schauen wir, ob es reicht, gleich in der Entscheidung. Dankeschön, schön, dass ihr da wart. Danke euch. Super, danke. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir doch alle berühren haben können, auch mit einem traurigen Lied. Und es ist uns selber sehr nahe gegangen, weil alle auch so mitgefühlt haben. Es war ein cooles Gefühl, auf der Bühne zu stehen und dafür so viel Leute singen zu dürfen.